Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Vitus, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge meiner Serie 30 Tage, 30 Vlogs. Heute haben wir schon Tag 17 und es ist Sonntag und ich sitze hier im Garten. Es wird richtig Herbst, was übrigens meine Lieblingsjahreszeit ist. Ich mag das, diesen Geruch von Herbst, wenn die ersten Blätter fallen. Ich finde, das hat was ganz Besonderes. Heute nur ein kurzer Vlog und gar kein Vlog im herkömmlichen Sinne. Also ich nehme euch nicht mit auf meinen Tag, denn ich brauche heute mal ein wenig Pause. Deswegen habe ich mir gesagt, das Video lassen wir natürlich nicht ausfallen. Ich setze mich jetzt hier in den Garten. Erzähle euch etwas über den gestrigen Tag, was ich noch nachzureichen habe. Nämlich die Frage mit der Reichweite nach Hannover hin und zurück. Aber dazu kommen wir gleich. Später zeige ich dann, das habe ich mir gedacht, nächste Woche startet also die Eishockeysaison und letzten Samstag haben wir in meinem Laden die Einspielfilmchen gedreht. Das habt ihr gesehen und zweimal habe ich sie kurz in den Videos aufblitzen lassen und sie sollen also nächste Woche offiziell veröffentlicht werden, auf Facebook und im Stadion gezeigt werden, wenn das technisch schon möglich ist. Und ich dachte, ich zeige die euch heute vorweg, quasi als exklusive Preview, meine Werbespots mit den Weserstars Bremen, die im Stadion laufen sollen. Die kommen also gleich im Anschluss. Aber jetzt zurück auf die NEFZ-Reichweite und unsere Fahrt gestern nach Hannover. Also, da hat jemand gefragt, 143 Kilometer hin, 143 Kilometer zurück, das müsste man doch eigentlich problemlos schaffen mit einem Tesla Model S 85. Ja, was haben wir da für ein Auto? Wir haben den P85D und da habe ich mir die Reichweite einmal angeguckt, die der so hat. Der Wagen hat 700 PS und hat eine NEFZ-Reichweite von 480 Kilometern, wenn er neu ist. Das bedeutet, ich habe mir mal ausgerechnet, schon als ich die Zoe gefahren habe, dass man ungefähr 60% der genormten Reichweite schafft. Also dieser NEFZ-Modus, das ist völliger Quatsch. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Da schafft man nur ungefähr 60% davon. Und 480 Kilometer gibt Tesla an, sind 288 Kilometer, 60%. Das heißt, wir wären nur ganz knapp hin und zurück gekommen, so wie es uns auch gestern vorgeschlagen wurde. Dann habe ich mir ein vergleichbares Model S gebraucht rausgesucht bei Tesla. Da gibt also auch einen weißen P85D, der sah genauso aus wie meiner mit ähnlicher Laufleistung. Da gibt Tesla die NEFZ-Reichweite mit 410 Kilometern an. 60% davon sind 270 Kilometer. Und das wären 10 Kilometer knapp zu wenig gewesen, um hin und zurück zu kommen. Deswegen musste ich da laden. Woran liegt das? Das liegt natürlich an den großen Felgen. Das liegt an, dass der Wagen so viel Monsterleistung hat, also mehr Leistung wie bei Benzinern, verbraucht auch bei E-Autos mehr Energie. Ja, mit meinem Model S 90D komme ich weiter. Da komme ich circa im Realbetrieb 380 Kilometer. Normalbetrieb heißt ganz normal auf Autobahn fahren, nicht irgendwie schleichen oder 90 da rumfahren, um Akku zu sparen. Nein. Und hier mit dem P85D sind das ungefähr 100 Kilometer weniger. Das passt schon so viel zur Erklärung, warum ich da laden musste. Und ich bin da ins Auto gestiegen, bin einfach losgefahren. So mache ich es eigentlich täglich. Mit dem Tesla plane ich eigentlich meine Routen nicht. Ich fahre los und gucke dann, wo Strom zu kriegen ist. Und bisher war das ja auch kein Problem. Ja, und jetzt seid gespannt. Jetzt zeige ich euch die Einspielfilmchen für das Eisstadion in Bremen und für meine Homepage, meine Spots mit den Weserstars. Und los. Falls ihr auch ein Eishockey-Team zu Hause habt, den passenden Bodenbelag kriegt ihr bei uns. Vitus Hammer in Bremen Nord. Wenn ihr nach einem harten Tag auch weich landen wollt, wir haben die richtigen Betten dafür. Vitus Hammer in Bremen Nord.
Falls ihr auch jemanden in der Familie habt, der immer länger ein Badezimmer braucht, denkt dran, bei uns gibt es die schönsten Badezimmer. Vitushammer in Bremen-Nord. Ja, ich hoffe, die Spots haben euch gefallen. Also, demnächst könnt ihr sie sehen auf Facebook im Stadion. Und ihr habt sie jetzt exklusiv gesehen vorweg. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Geheimnis. Mein kleines Geheimnis für heute, wie informiere ich mich? Unter anderem natürlich durchs Internet, wie ihr wahrscheinlich auch. Aber ich lese auch noch Zeitung. Ich lese herkömmliche Zeitung und zwar jeden Morgen. Und welche Zeitung lese ich? Ich lese den Weser-Kurier. Morgens zum, während und vorm Frühstück. Das ist die in Bremen erscheinende Lokalzeitung. Und das Handelsblatt lese ich jeden Morgen. Und ich liebe das in gedruckter Form. Das ist auf dem iPad oder so, ist das nicht so schön. Die Themen sind nicht so schön übersichtlich aufbereitet. Damit komme ich nicht so gut klar. Und was lese ich noch? Natürlich lese ich jede Woche die Hockey News. Und ein Monatsmagazin lese ich, die Impulse. Das ist meine Lieblingszeitung für Unternehmer. Ein tolles Blatt, vor allen Dingen für so kleine Unternehmer, kleine und mittlere Unternehmen, wie ich eins habe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Welche Zeitung liest ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie gefallen euch meine Spots? Schreibt das auch in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen anders ist als die anderen, gebt dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren und seid morgen wieder dabei, wenn es heißt 30 Tage, 30 Vlogs. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Euer Dennis und tschüss.